So, meine Damen und Herren, jetzt. Miss Olivia, sind Sie da drin? Junge, halt einfach dein Maul. Ich trete jetzt die Tür an. Das gefällt mir. Junge, Alter. Halt einfach. Stirbt einfach hier. Ich darf nicht in ihre Nähe kommen. Ich komm hier nicht weg. Keine Waffe. Ich stecke hier fest, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mal wieder leiser machen. Das wird, glaube ich, zu laut sonst. Riot. Ein bisschen Darrow. So. Also, ich sag's nicht nochmal, Mann. Du überschreibst uns jetzt das Land, klar? Oder ich schwöre dir, ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Ich werde gar nichts unterschreiben. Oh Gott! Heißt das, ich muss mich jetzt beeilen oder war das jetzt schon mal so eine... ja, okay, pass auf, da wird sich gleich jemand hier mit umbringen wollen. Wie läuft's, Kumpel? Machen wir einfach unsere Arbeit. Oh. Alle Mann in Deckung! So. Warum kommt hier keine Musik? Nur ein Mann, das wäre ja schön, oder? Würdet ihr euch ja freuen. Aber ich würde mich nicht freuen, wenn nur einer von euch tot ist. Ja, es klingt spackos. Nur ein leichtes Stich. Ich werde ihn aufstöbern. So, ich habe keine Munition. Ich habe gerade mal... Ja, gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Schuss. So, gut so. Mehr Geld für dich, oder? Ist doch so, wenn weniger Leute sind zu bezahlen, dann gibt es ja mehr Geld für den Rest, oder? Und... Ah, Genickbruch, oder? Das könnte guter Genickbruch sein. Da hinten hängt noch jemand. Ja, was bin ich? Ich bin nicht zu jung. Nein. Ich gehe in Deckung. Na, automatisch, komm. Oh, jetzt, komm, komm. Ich bring den Affen um. Oh Gott, meine Hand ist kaputt. Schön, dass deine Hand kaputt ist. Warte mal kurz. Also, ich kümmere mich mal kurz hier noch ein bisschen um was um, oder? Ich glaube, den muss ich jetzt raustragen. Ich bring sie hier raus, aber wir müssen schnell machen. Marcano schickt bestimmt noch mehr Leute. Ja. Okay. Sie haben mich in meinem eigenen Wagen hergebracht. Der muss hier irgendwo stehen. Polizei.
Wand ist kaputt. Ich habe Remy kaum gekannt. Joff, will er jetzt sagen, dass seine Hand noch tot ist? Kaputt ist? Ist nicht verfügbar. Lass mich hier raus, die Cops können mir helfen. Siehst du nicht, dass ich verletzt bin? Bist du high oder was? Siehst du nicht, dass ich verletzt bin? Ja, dann tötet mich. Tötet mich einfach. Erledigt mich einfach. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch kein... Ist das doch nicht, oder? Ich habe immer noch Haare in meinen Haaren. Das ist eklig. Das wird immer weh, wenn man so ein Haare in den Haaren hat. Ich finde das dann immer so, wenn man durchkippt oder so. Manchmal geht das dann auch nicht mit Wasser raus. Das ist schon ein bisschen komisch. So, jetzt mal überlegen. Ich komme nur hier vorne raus. Oh Gott, meine Hand ist kaputt. Ich habe Remy kaum gekannt. Und durch die Tür kam ich ja jetzt auch nicht. Können sie nicht. Frage, warum kommt jetzt eigentlich ein SWAT-Team und sowas? Und warum gehen jetzt alle online so, dass ich die Map nicht mehr sehe? An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu verlegen. Bist du high oder was? So. Bitte halt an, ich will aufsteigen. Das ist keine gute Idee. Lass mich raus, verdammt. Mann, pass auf! Lass mich raus, verdammt! Was glaubst du, wie lange du da draußen überlebst? Marcano gibt keine Ruhe, bis er dich gefunden hat. Er hat mir die Hand gebrochen! Nein, deswegen, Junge! Ich weiß. Pass auf, ich habe da einen Freund, der wird dafür sorgen, dass du erstmal in Sicherheit bist. Wenigstens so lange, bis sich alles beruhigt hat. So, ich warte jetzt kurz, bis die Polizei weg ist. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht der Rede. Wir werden. Ich hätte andere Seite rausfahren müssen, ich weiß. Aber das habe ich nicht gewusst. Deswegen warte ich jetzt, bis das Gebiet weg ist. Und dann, eigentlich könnte ich mir ein anderes Fahrzeug... Kann ich mir ein anderes Fahrzeug holen? Aber meins ist ja kaputt. Ich brauche ein neues Auto. Bin stockbesoffen. Könnte nicht mal fahren, wenn mein Leben davon abhänge. Versuche später nochmal. Okay. Ich brauche ein neues Auto. Nee, kann ich nicht machen, Junge. Boah. Außer Reichweite. Jetzt fahre ich hier mit einem kaputten Auto, fahre ich hier 2000 Meter. So. Ich wollte eigentlich gerade cutten, aber wenn das so schnell doch noch wegging... Ist doch bestimmt jetzt zu gehen, oder? Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Bin stockbesoffen. Könnte nicht mehr fahren, wenn mein Leben davon abhänge. Versuche später nochmal. Ja, aber mal, wir fahren mal ein Stück noch weg. Oh. Aua. Nicht gut. Ja, warum auch nicht? An alle Einheiten. Nicht von dann zu verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Also wie schnell ging der Kilometer weg? Also es ist ja...
Das trotz kaputten Auto, was mir jetzt auch nicht mal gerade noch einfällt. Gamescom ist ja bald. Und vor einem Jahr habe ich mir den Trailer angeguckt von dem Spiel. Überlegt man, wie die Zeit auf einmal vergangen ist. Wie schnell einfach mal wieder so ein Jahr umgegangen ist. Es ist mal wieder Gamescom. Dieser bin ich zwar nicht, nächster versuche ich mal hinzugehen. Dieser habe ich mir keine Karten geholt und alleine wollte ich auch nicht hingehen. Nächstes Mal sind aber wahrscheinlich Zuri Bytes da. Auch noch ein paar andere Leutchen. Und deswegen werde ich vielleicht hingehen. Müssen wir mal gucken. Wieso die Lust zur Laune und Zeit ist. Was wurde aus Steven DeGarmo? Lincoln hat ihn angeschleppt und ich habe ihn weggeschafft. Sie wissen also, wo DeGarmo ist. Das werde ich euch Arschlöchern verraten. Guten Morgen, Miss Meccano. Ich bringe Ihnen das Frühstück. Dann lassen wir mal ein bisschen frische Luft rein. Und etwas Sonne kann auch nicht schaden. Schon besser. Wollen Sie mir sagen, dass Lincoln Clay nicht der Mörder von Olivia Meccano ist? Er hat Frauen nur umgelegt, wenn es gar nicht anders ging. Ich finde das ziemlich unglaubwürdig. 1967 waren wir mal in einer Bar in Saigon und so eine Schlitzaugennutte wackelt auf uns zu. Ihr Minirock geht kaum über den Arsch und sie will jedem von uns einen blasen. G.I. wollen Sucky Fucky? Hm? G.I. wollen Bum Bum? Auf einmal zieht sie eine Granate. Drei Jungs sind sofort tot. Ein paar Marines in der Bar wollen sie köpfen, auf der Stelle. Aber Lincoln, der hält sie auf. Er hält die Marines in Schacht, bis die MP eintrifft. Warum sollte er Olivia Meccano umlegen, wenn er es bei dieser Drecksschlampe auch nicht getan hat? Also, wen hast du geschickt? Hab's selbst gemacht, von Ohr zu Ohr, wie du es wolltest. Guter Junge, lass uns allein. Wir haben ja was zu besprechen. Sie haben also das Heroin geliefert, das Georgie vertickt hat. Sie, Chester. Ich wollte das Zeug nie in meiner Stadt haben. Von dem Scheiß kriegt man eine weiche Birne. Es macht die Leute bekloppt. Blöd. Und es lockt die Cops an. Nein, ich trinke nicht. Hat Georgie gesagt, warum ich sie sprechen will? Er sagt, der Nigger hat ihren Bruder getötet. Und sie wollen über einen Deal reden, den wir zwei machen können. Ich baue ein Casino am anderen Ufer drüben. Ich hatte alles beisammen. Glücksspiel sollte legal werden. Und jetzt geht alles den Bach runter. Sie wollen mein Geld. Ich brauche genug, um die Anwälte zu bezahlen, und das kostet den ganzen Haufen. Ich möchte hören, dass Sie es sagen. Wie, was? Dass Sie mein Geld wollen. Sagen Sie die Worte. Bitte. Ich will Ihr Geld. Das klingt gut. Sie bekommen das Geld von mir. Und dafür lassen Sie mich in Ihrer Stadt mein Heroin verkaufen. Und Sie werden sich nicht einmischen. Niemals. Sicher. Ganz wie Sie wollen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum... Ich soll auch den Nigger umlegen, klar. Ich werde das für Sie erledigen. Nigger umlegen ist mein Hobby. Großer Gott. Hier stand Sammys Haus. Niemand wollte hier leben. Also haben sie alles zugetiert. Immer wieder bringt irgendetwas dieses Land gewaltig ins Wackeln. Beutelt es so hart, danach stehen nur noch die Fundamente. Und so schmerzhaft das auch ist, wir hoffen, dass diesmal alles anders wird. Wenn wir jetzt hier neu aufbauen, werden wir nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Und vielleicht
werden Frieden und Gerechtigkeit dann obsiegen können. Aber diese beiden Dinge sind schwer zu erreichen. Verdammt schwer. Also wählen wir den einfachen Weg. So, mal wieder verteilen an alle Leute und dann bin ich mal gespannt, wer das jetzt möchte. Es ist Zeit, dass du kommst. Hab Olivia Marcano ins Krankenhaus gebracht, doch die Nacht wird sie wohl nicht überstehen. Sir kriegt bald mit, er verliert Frisco Fields, weil wir seine Drogengeschäfte übernommen und seinen Grashandel dicht gemacht haben. Das wird er nicht hinnehmen. Dank dir konnte ich die Lage der Iren hier ändern. Sie haben heute ein besseres Leben. Und wir werden jedes Gebiet, das du uns gibst, gut verwalten. Es verunsichert meine Jungs, dass sie nur den halben Bezirk haben. Sie wissen nicht recht, ob sie lachen oder weinen sollen. Wenn wir das ganze Viertel kriegen, zeigt ihnen das was. Nämlich, dass du für sie sorgst. Du kommst hier an und laberst von Geduld und Verständnis. Aber da draußen, da verarschst du uns. Als ich dir das letzte Mal eines der Geschäfte erobern sollte, habe ich rein gar nichts dafür gesehen. Diesmal hast du mich erst gar nicht gerufen. Betrachte das hier als letzte Warnung. Mir reicht's nämlich langsam von dir. Überleg dir, wen du am Ende vom Tag auf deiner Seite haben willst, Junge. Na, bestechen bringt mir nicht viel Gefallen. Du kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Hoffenstrecker-Kommando. Wenn ich an diesem Tisch nicht erwünscht bin, dann sag es ruhig, Bruder. Wer soll's denn nun sein? Also entweder, Vito? Ich hab's satt, wie du mich behandelst. Und sie ist die letzte, also sie gibt mir jetzt die letzte Chance und die möchte mich nicht mit den Schwarzen anlegen, deswegen... Die Haitianer kriegen diesen Teil der Stadt. Gut, okay. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben nur ein Schritt, Lincoln. Wir haben eine Menge zerschlagenes Porzellan zu kitten. Ganz ehrlich, ich glaube, du machst einen Riesenfehler. Meine Leute riskieren ihren verdammten Arsch für dich. Und sie wollen etwas dafür haben. Bisher haben sie aber nur einen Stinkefinger gekriegt. Wenn ich noch länger hier bleibe, platzt mir doch der verdammte Schädel. Reden können wir später. Verschwinden wir. Ja, letztes Mal waren die Irikaner oder wie die heißen jetzt, ja, dran gewesen. Die hatten eben Haufen Tote und ich habe Sprüche gegeben und diesmal ist es ein bisschen andersherum. Und wenn jetzt Vito jetzt sagt, mein Name ist Lincoln Clay, Story-Auftrag, okay. Extra Sprengung. Achso, ist verloren. Ja, Sprengung brauche ich sowieso nicht großartig. Mafia-Arzt verloren. Das ist schon schlimm. Aber Leute, ich muss sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt noch mal rum, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr davon mehr oder weniger sehen wollt. Wir haben jetzt hier die zwei Sachen jetzt, Great Burg und das Glücksspiel. Da war es das eigentlich schon, oder? Hier ist, mein Name ist Lincoln Clay. Das ist das Auftrag der Teufel, der uns jetzt umbringen soll. Und das wird bestimmt der andere Verbündete sein. Nee, sieht nicht so aus. Achso. Die hat doch jetzt mehr, oder? Bin ich gerade bescheiden. Also hier hat sie hat Reihe. Boika hat Reihe. Und Vito bekommt jetzt als nächstes das hier. Der bekommt als nächstes Southstone. Was natürlich mit Bayou passiert, das ist natürlich die große Frage. Flughafen wird bestimmt hoffentlich auch noch was passieren, weil da oben waren wir auch noch nie, sonst war ich einfach mal aus Langeweile mal im nächsten Part vielleicht hin. Wenn ihr sehen wollt, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben, wenn ich einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer lieber Mann das Wort. Ciao, ciao.